Es ist nie zu spät, etwas Neues zu lernen. Das dachte sich auch Elke und erfüllte sich einen Herzenswunsch. Singen lernen. Ich habe auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und man ist da nie zu alt für. Wenn man Spaß dran hat und wenn man was für sich selber tun will, dann sollte man das machen. Egal, ob man 40, 50 oder 60 ist. Beim Gruppenunterricht hat sie schnell die richtige Lehrerin gefunden. Die Chemie stimmte sofort. Also sie hat schon ein besonderes Temperament und das ist mir damals ja auch direkt, sag ich mal, sehr entgegengekommen, weil ich auch ein Spraddeltyp bin und von daher ergänzen wir uns ideal eigentlich, haben uns von Anfang an auch gut verstanden und ich sag mal, wenn das so ist, wenn man sich gegenseitig so ein bisschen pusht, dann kann das eigentlich nur gut werden und sie ist schon jemand, der auch, sag ich mal, wie sie vielleicht schon mal gesagt hat, so ein bisschen zurückhaltend ist und sie lockt dann schon aus der Reserve. Die Rede ist von Judy Rafferty. Die kanadischstämmige Jazzsängerin ist durch ihre Gesangskarriere viel rumgekommen und hat bereits mit verschiedenen Jazzgrößen zusammengearbeitet. Nun gibt sie ihr Wissen weiter. Sie weiß genau, wie sie das Beste aus ihren Schützlingen herauskitzelt. Ich fange einfach an. Ich rede nicht so viel darüber. Wir fangen einfach an mit Atemtechnik, Atemübungen, Stimmübungen. Und dann nehme ich ein Stück, zum Beispiel, ich habe mir ein CD fertig bei den Kursen, und mit der Original und dem Playback und dann bearbeiten wir den in die Gruppe. Dann mache ich das erstmal mit dem Klavier, begleite die Leute, spiele die Melodie drauf und dann üben die das, haben die Möglichkeit, das zu Hause zu üben. Ja, und dann fangen die ganz klein an zu sagen, ich kann das nicht und ich werde nicht vor die Gruppe mit dem Mikrofon mich stellen, aber hinterher wollen die ein Mikrofon nicht mehr abgeben. Im Gruppen- oder Einzelunterricht zeigt sie ihren Schülern richtiges Singen. Grundsätzlich hat jeder Mensch die Voraussetzungen zum Singen. Aber die richtige Technik muss oft noch gelernt werden, um das Maximum herauszuholen. Zudem beeinflusst richtiges Singen noch ganz andere Dinge. Singen macht Freude, Singen macht Mut, Singen gibt Selbstbewusstsein, Singen gibt eine bessere Auftreten, eine andere Spracheentwicklung, wenn du sprichst. Also ich sehe, dass jeder hat die Möglichkeit und soll diese Möglichkeit nehmen, singen zu lernen und singen zu wollen. Jetzt gibt es keine faulen Ausreden mehr. Also raus aus der Dusche und ab zum nächsten Gesangsunterricht.